Heute spielen wir auf dem Zweitkanal Der Mann im Fenster 2. Wir haben schon den ersten Teil gespielt. Jetzt kann nichts mehr passieren, Baby. W ist in den Chat. Ich bin schon Profi in dem Spiel. Ich glaube, in dem zweiten Teil werde ich alles richtig machen. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten und abonniert den Kanal. Oh, 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 oh. The Man from the Window 2. Es sollte diesmal besser laufen als letztes Mal. Wir kriegen einen Anruf. Ist es wieder die Oma? Die fette, die etwas pummeligere Hasenoma? Hey Junior. Ah, wir werden von Junior angerufen. Junior ist alt geworden! Junior ist sehr alt geworden! Yo! Ist alles gut? Ja, alles gut. Ich habe noch ein paar Minuten, bis meine Pause vorbei ist. Also, wollte ich nur anrufen, ob alles gut ist. Oh ja, danke. Bei mir ist auch alles gut. Ich habe ein paar Dollar gefunden. Also habe ich mir was zu essen bestellt. So siehst du auch aus, sag dir ehrlich. Sollte nicht mehr lange dauern, bis es hier ist, glaube ich. Oh, super, super. Dann genieß es zwei. Welche zwei? Ich sollte auflegen und wieder arbeiten. Hä? Welche zwei? Wir müssen noch ein bisschen Arbeit machen. The little missy, I said hello, would you? Das kleine Mädchen? Audrey? Wer ist Audrey? LOL! Grandma? Junior hat ein Kind bekommen? Digga, es ist so viel passiert seit dem Teil 1. Juniors Vater und das ist seine Tochter. Audrey. Your papa says hello. Ist er immer noch am Arbeiten? Ja. Er hat während der Pause angerufen. Und, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, habe ich, Oma. Gut. Das, was ich hören wollte. Oh, das Essen ist da. The Essen ist da. Hä? Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Ich auch. Du, Audrey? Okay. The man from the windows. Oh my stars, here we go again. Audrey, he's back. The man? He sure is annoying, ain't he? Isn't he? I don't want you to speak messed up English like grandma does. Aber ja, ist er. Er ist sehr gruselig. Die haben das Buch. Wir müssen uns wieder beschützen vor ihm. Er kommt wieder. Er wird wieder kommen. We're gonna go through the book together this time, okay? And I want you to pay close attention, Audrey. Your papa and I always gonna be here, so you need to know how to do this for yourself. I understand, Grandma. Time will pass. Wir müssen wieder lesen. Na, 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 na. For this simple, the summoner has haunted. Once night falls, you know he is in a pro. Keep far away, else you meet fate that is surely must fall. At faint... Ich höre irgendwas. A faint tapping at one's window has always his hearing, so spend next time's bla bla bla. No, proceed with caution and proceed with haste. For the man, he's learned that he has no time to waste. Da stand ja gar nichts. The rest of the page has been torn out. Was? Oh nein. Ah, hier ist eine Seite. Ich muss die Seiten finden. Scheiße. Oder ist das nur eine Seite? Vielleicht ist das nur eine Seite. Inventar. Inventar. Wie machen wir nochmal Inventar auf? Inventar. S. Nee.
Es sind mehrere. Da ist noch eine Seite. Jetzt müsste ich alle haben. There are still some pages left. Digga, das ist voll schwer. Wie soll ich diese ganzen Seiten finden? Ich habe keine mehr gesehen, Chat. Habt ihr noch welche gesehen? Da. Immer noch welche. Draußen im Flur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wie im Flur? Scheiß Ernst? Schnell hoch. There ought be one more page. Oh mein Gott, noch eine. Noch eine Seite. Irgendwo muss noch eine Seite sein. Komm schon, Baby. Zeig mir die letzte Seite irgendwo. Digga, willst du mich verarschen? Digga, guckt euch an, wie wir aussehen, Alter. Das ist unglaublich. Wo ist die letzte Seite? Ich sterbe. Das ist keine gute Runde, egal was es ist keine gute Runde. Junge, hilf doch mal, kleine... Sie ist dumm, sie hilft gar nicht. Im Flur ist, denke ich, noch eine irgendwo. Ich glaube auch im Flur. Real Talk muss im Flur sein. Oder kann man die Türen öffnen? Nee. Im Flur ist keine mehr. Ich hätte auch gedacht, irgendwo im Flur. Real Talk. Wo ist denn die letzte Seite, Digga? Wie schwer? Einmal kurz ein 36. Ja, gibt's hier nicht irgendwie... Kann ja auch hinter den Türen irgendwie sein. Ich hoffe, der kann jetzt noch nicht kommen. Ich hoffe. Unter Wasch. Ich kann mich noch gar nicht verstecken, Chat. Das heißt, ich muss das direkt sehen können. Er kommt erst, wenn du alle hast. Ja, okay. Bringt mir aber nichts. Digga, wir können einfach nicht mal in den Abstellraum und die Tür zumachen, weil wir so fett sind. Guck unter Andres Bett. Kann man ja nicht, oder? Ich habe doch gerade da drauf geklickt. Da ist nichts. Hä? Schau mal an den Decken. Junge, Audrey, hilf mal lieber, ist sie dumm. Irgendeine Seite muss hier noch irgendwo sein. Ist das eine Checkliste? The Hamper, the Bed, Old Washed Up, Bathroot Sink. Real Talk Chat, das macht keinen Sinn. Ich habe alles abgesucht. Vielleicht irgendwo drunter? Unter meinem Bett oder so? Unter dem Waschbecken? Man kann halt nur so gucken. Mehr kann man nicht. Ja. Hey, bounce it! Bounce, 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 bounce! Er ist da. Oh mein Gott, Digga.
Oh mein Gott, Digga, wir haben nicht mal die Seiten gefunden, wir haben im Spiegel getanzt. Jo, wie er diesmal sprintet. Lol. Wir haben es verkackt. Wir haben es direkt verkackt, Digga. Wir haben es direkt verkackt. Wir haben es ja nicht mal probieren können, weil wir so scheiße waren. Und ich dachte, dass wir es diesmal easy hinbekommen. Okay. Diesmal kriegen wir es hin. Okay, jetzt halt deine Fresse. Wir müssen die Seiten finden. Diesmal sind hier gar keine Seiten. Ah. Seite 1. Wie viele Seiten sind es, Chat? Hat einer mitgezählt? Seite 2. Seite 3. 8. Hier ist wieder nichts. Ah, Seite 4. Da sind aber wieder zu wenig. Seite 5. Eine, es ist noch eine, es sind 6 insgesamt. Aha! Und es geht los. Completely focused, the man, the manor is gazing. He will now search the place reserved for bathing. Im Bad ist er zuerst. The man remains willingly. His next course of actions is look in the place where clothes are washed. Im Wäscheraum. Erst Bad, dann Wäscheraum. Not finding a friend is an outcome the man won't accept. Unclean clothes are kept. Waschraum. Spiegel. Board. Soon you will look place where you found food is stored. Kühlschrank. Kabinett an der nächsten. Okay. Fernseher, komm hier hin, Audrey. Audrey, komm, bitch, 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 bitch. Komm. Follow me. Follow me, Audrey. Geh hier rein. Geh. Ja. Audrey. Schnell, ich muss Fernseher anmachen oder so. Womit kann ich ihn ablenken? Ich weiß nicht, womit man ihn ablenkt. Muss den Kühlschrank aufmachen. Wo ist der Schlüssel überhaupt? Habe ich diesmal keinen Schlüssel? Habe ich keinen Schlüssel? Habe ich keinen Schlüssel? Gibt es in dem Teil nicht. Ich gehe rein. Wash clothes! Don't hide in old washed up. Lol. Hier kann ich, hier passe nicht rein. Wo soll ich mich verstecken? Ich passe nicht rein. Wo? Schnell, 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 schnell. Schnell! Schnell, wohin? Wohin, Shit? Küchenvorkammer. Das bringt nichts. Ich gehe da rein. Ich werde verkacken. Ich werde verkacken. Ich werde verkacken. Er guckt, glaube ich, sogar direkt, wo ich bin.
This time the man was ready. Okay, Digga, chill mal ein bisschen. The man looked into the bathtub. Junge, dieser Blick. But he found nothing. Jetzt guckt er dahin. Da haben wir uns zum Glück nicht versteckt. Da findet er auch nichts. But he found nothing. Jetzt im Schlafzimmer. Ja. But he found nothing. Oh mein Gott, wir können es schaffen. Was aber mit der Zeit? Warum wird die Zeit nicht mehr angezeigt wie früher? Hä? Es läuft so gut. Nein. Ja. Iss bitte. Bitte hol dir das Essen. Er isst es nicht. Habe ich geschafft? Nur 8:02? Noch 3 Minuten? Ich hab's geschafft. Habe ich? Im zweiten Versuch? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft im zweiten Versuch! Oh nein. Oh, es klopft wieder. Fuck. Warte, wer hat noch Essen bestellt? Ja. Einfach unser Essen. Let's go. Brauchst keine Angst haben, Audrey. Es ist Essen. Unser Essen. Wir haben's geschafft, Baby. Im zweiten Versuch. Oh yes, dafür steht dieser Stern. Weil wir es geschafft haben. Und Exit.